Hey ho, und willkommen zu meiner sehr verrückten Idee auf meinem Kanal, wo es darum geht, Spiele in 21 zu 9 zu spielen, manchmal sogar in 5K. Aber das gilt halt nur für die PC-Spiele und jetzt nicht wie in diesem Fall den Mobile Games. Und ja, wir wurden attackiert von. What the fuck? Warum sieht das so demoliert aus? Wir wurden von Ballers attackiert. Und ja, haben uns halt ein bisschen gewundert, warum. Oh, du Scheiße. Das. Oh Gott. Das ist das Problem. Das war auch bei der PlayStation 2 so. Wenn es Hydraulik hat, kann man sich nicht umschauen. Ja. Aber ich finde es cool, dass es sowas gibt. Gut, das ist ja dieses Fensterstil, so ein bisschen. So lateinamerikanisch beziehungsweise so südlich der Südstaaten. Ja, komm schon. Aber gut, so ist halt dieser Sache das. Jedenfalls, wo ich stehen geblieben bin, Spiele 21 zu 9, manche sogar 5K, wie zum Beispiel Black Mesa, Relic for Dead, aber auch ein paar andere Spiele. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, Abo lassen. So könnt ihr mich auch am besten unterstützen. Alter, was ist denn los? Genau die Stunde, Mann. Ich bin nicht stecken. Hopp da. Ich glaube, das ist ja nicht so. You new to this driving thing? Ach, Mist. Jetzt muss ich nochmal wiederholen, weil ich wieder vergessen habe, was ich gesagt habe. Also, Abo dalassen, weil so supportet ihr mich am besten. Auch wenn mein Kanal vielleicht auf eure Startseite ach Mist. Auf eure Startseite empfohlen wird. Genau, Videos in 2K, 5K manche. Schwerpunktmäßig ist halt immer 21 zu 9. Oder ja gut, hier auf dem Handy ist es jetzt mehr so, wie soll ich sagen, so 20 zu 9 oder 19,5 zu 9, aber das ist halt immer noch widescreen in gewisser Weise. Ja. Und ich streame halt auf YouTube, nicht auf Twitch mehr. Auf Twitch sehe ich eh keine Zukunft, deswegen empfehle ich euch auch gleich das Glockensymbol zu klicken. Oder ihr folgt mir direkt auf meine Social Media Kanäle. Ich versuche das in der Regel auf Insta und auf Twitter zu posten, wenn ich streamen sollte. Es ist immer nur einen am selben Tag, die Posts. Manchmal auch relativ spontan, weil ich habe nicht immer meine Ruhe hier zu Hause. Nachbarn sind laut, Kinder die draußen leben, in Anführungszeichen. Ja, deswegen würdet ihr sonst was verpassen, wenn ihr mich nicht folgt. Ihr könnt auch gerne einen Gruß dort schreiben, dann weiß ich zum Beispiel, von wo ihr hergekommen seid und ja. Hey, Carl Johnson, CJ! Oh, come on over here, son! Move over, let him sit down, asshole! So you finally found time to drop by. Man, I've been busy. I've been burying my moms, man. Sounds like a fucking excuse to me. Officer Pulaski thinks you're trying to screw with us, Carl. Now you get this straight. We own you. You're ours. We can shit on you from such a height, you'll think God himself has crapped on you. You understand? He better fucking understand. Yeah, he better have. Time to go to work, CJ, and earn your freedom. There's a guy holed up across town. You got that address, Pulaski? Another gang-banging, drug-pushing, cop-killing bitch just like you. We don't like him, and he don't like us. Now, you make sure he never leaves the neighborhood, not even in a box. Get the fuck out of here. Synchronisiert von Samuel L. Jackson. Hat einen Molotow kommen. Ich kann den Polizeiwagen nehmen. Oh, nee. So, dann machen wir das mal. Molotows brauchen wir. Ich bin es halt nicht mehr gewöhnt, von 30 Minuten zu spielen. Habe am letzten Fall gesagt. Weil zwischen den Videos sind teilweise sehr viel Zeit vergangen. Oder vielleicht ein bisschen an meiner Stimme. Ich muss halt alles vorher aufzeichnen. Also gerade als dann Andreas oder bei Singleplayer-Spielen kann ich nicht so flexibel sein. You hit me, asshole! Das ist aber eher so ein Schwerpunkt, was ich mache. Wenn ich streame,
ich streame, könnten es Multiplayer-Spiele sein. Allerdings mache ich dann halt immer nur exklusive Lobbys. Ich mache leider nichts mit Fans. Weil das für mich auch ein unglaublich großes Sicherheitsrisiko darstellen würde. Und vielleicht ändere ich das in der Zukunft. Da steht halt Tokyo und halte G. Okay. Oder vielleicht, wenn ich ein Stück Stelle erreiche, dass ich da vielleicht auch einmal mit Fans auch was zusammenspiele. Zum Zeitpunkt dieses Videos habe ich kein Discord und werde es auch höchstwahrscheinlich machen, weil ganz ehrlich, Discord ist so nervig, das benutze ich auch nur fürs Studium, aber sobald ich das Studium abgeschlossen habe, möchte ich das auch nicht löschen. Um ehrlich zu sein. Das sieht auch eh keinen Sinn und Zweck. Wir freuen uns auch mit den niedrigen Anzahl an Abonnenten und Views teilweise. So, wie war das nochmal? B. Ich muss jetzt auf den Controller gucken, weil das ist Xbox-Controller und hier sind die Farben getauscht. So. Ich hab die Waffe gewechselt. You lost the will to live. You got a fucking problem with me? Ich bin schon fast down. Na, komm schon. Was ist mit Controller zu spielen? Merkt man vielleicht nicht, ne? Weil es ist mit Touchscreen optimiert. Das ist halt das Problem. Das heißt, das Auto-Aim ist halt nochmal anders. Kann sein, dass ich down gehe. Ah, hier ist eine Weste. Oh, sehr gut. So. Ach, komm schon. Ich drücke immer die falsche Taste. Weil auf der PlayStation ist die Steuerung ein bisschen anders. Das war's? Okay. Da kommen die alle raus. Jetzt erst, aber ja. The smoke is choking me. Komme ich denn rein? Da kommen wir rein auf jeden Fall. Stay out the window, I'm coming up. Ist hier die Treppe? Eigentlich ziemlich gefährlich, was wir machen, aber naja. Classic. Da sind wir. You there? You okay? Yeah, but those flames! They're too hot! I'm scared! Hold on, it's probably a fire extinguisher in the kitchen. I'll be right back. Müssen wir jetzt wieder runter? Mist, da sind wir, glaube ich, gerade vorbeigehuscht sogar. Wo ist die Küche? So, lass mich die Tasten. So. Drück, halte B gedrückt. Okay. Das werden wir auf jeden Fall gleich machen. Stand back! Put it out! Put it out! So. Oh God, I'm so scared! Nicht gut. Definitiv nicht gut. Hey, the building's starting to collapse. We gotta get out of here fast. Oh ja, da muss ich jetzt, ja, genau. Hurry up, put it out, put it out! Sei nicht so hysterisch. Hurry up, put it out, put it out! Das ist nur ablenkend. Na, kommt die? Ja, die kommt. Nicht, wenn man zu weit vorläuft. Holy shit. Dann kann es passieren, dass sie nicht kommt. Extra, damit die sich nicht verbrennt. Was ist das für ein Gebäude? Drei Fliegen gefühlt. Oh my God, we'll never escape.
So. So, okay. Haben wir es geschafft. Haben sie befreit, obwohl es unsere Schuld war, wenn man es genau nimmt. Hey man, I owe you my life. Dam, dam, dam. I was nearly dead there for sure. Hey, you look pretty shook up, girl. You want me to take you home? Yeah, please, thanks. Dann steig rein. Where you live? Just off Grove Street. No shit. What you doing in Vargo's hood? I like to live dangerously. You're CJ, right? Yeah, how you know me? Everybody in the Grove knows you and your brother. But I thought you'd run away. I never ran away, okay? I just needed to get away from shit. Sie können uns auch nennen, natürlich. Ihr wisst ja, wie das Ding ist. This is my place here. So. Hey, what's your name? Denise. Denise Robinson. Give me a call sometime. We should go out or something. Yeah, I'd like that. Okay, I'll catch you later, CJ. Ja. You out your mind? Wir erinnern uns, ja, bezeichnet kann. Ist jetzt eine Freundin. Können Sachen machen. Werde ich bestimmt auch ein paar Mal machen müssen. Oder überhaupt allgemein machen. Dass ich extra ein Video nur über das Date mache und dann, ja. Ich gucke gerade mal, ob es hier irgendwie was zum Heilen gibt. Ja, nee, irgendwie nicht. Gut, müssen wir wohl essen in der nächsten Episode. Deswegen lasst ein Abo da, damit ihr auch ja nichts verpasst. Wie gesagt, auch viele PC-Let's Plays und so weiter, auch in sehr guter Qualität. Handy-Sachen ist halt immer was anderes. Auch das Mikrofon ist jetzt hier nicht so gut wie bei den PC-Let's Plays. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, egal, Fragen oder Anmerkungen. Ich versuche sie in der Regel immer zu beantworten. Folgt mir auf meine Social-Media-Kanäle und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.